Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Movies. Ich bin der Simme und wir haben beim letzten Mal wieder einmal Preisverleihung gehabt und haben dort ordentlich abgeräumt. Wir haben ansonsten unseren Horrorfilm hier gerade am Drehen oder jetzt auch am Drehen, soweit fertig. Ja, und ansonsten läuft das Filmgeschäft so, wie es nun mal läuft. Wir schreiben eifrig Drehbücher, haben hier, jetzt muss ich gerade einmal schauen, wir drehen gerade noch unsere Action-Szenerie hier mit Markus Becker und jetzt muss ich gerade mal schauen, können wir den noch weiter promoten? Nein, den können wir nicht mehr promoten. Na? So, das bedeutet, wir gucken mal, ob wir noch irgendwie einstellen können hier. Nö, können wir zurzeit nicht, aber wir können unsere ganzen Statisten, die jetzt hier gerade nichts zu tun haben, weiter zum Proben schicken. So, also einmal Action, ja, ein bisschen Horror, schadet auch nicht. Ah, hier, wupp, auch noch Action und Horror. So, dann sind die zumindest versorgt. Ansonsten brauchen wir noch ein bisschen, ja, noch einen neuen Film. Was kommt denn eigentlich danach? Ja, die Drei-Sterne-Komödie, nee, wir wollen für den ja eigentlich... für unseren Superstar müssen wir eigentlich weiter noch ein Action-Drehbuch schreiben. Also schreiben wir ihm noch ein 1-Sterne-Action-Drehbuch. So. Zack. Und ansonsten, ja, was haben wir denn? Was kommt denn als nächstes Ereignis? Ist Sci-Fi. Aber... das ist nach der nächsten Preisverleihung. Nach der nächsten Preisverleihung ist sozusagen unsere Staffel, wie ich es ja schon angekündigt habe, schon zu Ende. Das heißt, wir machen erstmal hier in aller Ruhe weiter. Der Film dreht sich und dreht und dreht und dreht. Gut. Dann schauen wir doch mal, können wir noch irgendwelche Sets noch bauen? Land, Feld, Bühne, ne, die Bühne wollen wir nicht haben. So, Wandabschnitt, Schulkorridor, Schlafzimmer, Wildweststraße, also wir könnten theoretisch ein paar neue Sets bauen. So, ja, dann würde ich mal vorschlagen, dann tun wir das doch auch einfach einmal. Können wir hier mal ein bisschen so was Kleines. So eine Wildweststraße ist schon sehr groß. Nehmen wir erstmal Stadtwandabschnitt. So, das geht hier gut hin. Dann hätten wir den Schulkorridor. Ja, so. Nicht das Idealste, aber ist okay. Dann haben wir noch Landfeld. Oh, sowas ist natürlich nett. Dann können wir doch nochmal Wildwest-Schlafzimmer. Zumindest ein Schlafzimmer können wir hier auch noch hinbauen. So, das bauen wir hier hin. So, der Bus Bizarre. Ja, können wir jetzt noch promoten? Ja, wir können noch promoten. So, die gute Frau möchte gerne ein neues Aussehen verpasst bekommen. Ja, das soll sie doch kriegen. 30er Jahre, ja, ist ja auch kein Wunder, dass sie das nicht mehr will. Wir haben ja schon 50er Jahre. Ein Cheerleader-Kostüm, ist das nicht der Hit?
So, gucken wir mal. Körperbemalung. Nee, das wollen wir nicht. So. Was wollen wir denn nochmal? So eine kleine neue Frisur hier. Haarfarbe. Ah. Läuft. Passt. So. Das nennt sie jetzt Cheerleaderin durch die Gegend. Ist das nicht cool? Sie hat Stress vom Drehen, deswegen bekommt sie, nee, nicht an die Bar, sondern etwas zu essen. Etwas zu essen. So, der Junge hat auch ein bisschen Stress gehabt, deswegen setzen die sich jetzt einfach mal da so hin. So, der PR noch vor sich hin, der Film. Und das Drehbuch ist auch fertig. Was haben wir denn? Die kann alles. Natürlich, die kann auch alles. Die kann eigentlich auch alles. Ja, dann, wo sind eigentlich unsere Statisten schon wieder? Die sind schon wieder irgendwo. So, die gehen mal, wo haben wir denn hier ein bisschen Zeit? So. Dann, Romanze, nö. Romanze, nö. Horror, das ist gut. So, die hier, die können einfach Romanze. Ja, die stecken wir auch nochmal mit dazu. Und weil es so schön war, nochmal Romanze. So, PR. Ach ja, den Film können wir auch schon mal PR. Fällt mir da gerade ein. So. Was haben wir denn dann noch? Ich habe mich richtig verknallt, aber es ist hier etwas zu romantisch für meinen Geschmack. Ich bin so nervös, ich schwitze wie ein Schwein. Aha, ich fühle mich hier nicht wohl. Ah, komm, ich geh doch mal hier. Das öffentliche Restaurant. Ihre Nadel steht bei 121,5. Wenn nicht, stellen Sie sie für besseren Empfang. Ah, das ist doch super. So, bing. Ja, abgeschlossen. Und dann können wir den Film releasen. Hier. Dann. Perfekte Leistung. Ausgezeichnetes Drehbuch. Filmqualität. Genreinteresse. Alles gut, gut ausgezeichnet. Bam! Der Bus Bizarre. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was bei so einem Titel rauskommt. Lionhead Movies präsentiert. Eine Pyrox Studios Produktion. Der Bus Bizarre. Mit Marcus Becker als Joe Blue. Der Typ schaut echt völlig aus. Kriegt der gerade schon wieder ein Ei? Aha, es kommt zu einer kleinen Schlägerei. Naja, okay. So, ein bisschen mehr Erfahrung gab es auch. Was haben wir denn hier? Ein derart guter Film wird äußerst erfolgreich sein. Offensichtlich hatten die Schauspieler zusammen mehr Spaß als ein Rudel Hunde in einer Beinprothesenfabrik. Sehr schön. Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Film ist ideal. Marcus Becker wirkt in diesem Film wie ein echter Actionheld. Die Regie von Lara Sweeney ist nichts Herausragendes, erfüllt aber ihren Zweck und solides, aber auch unspektakuläres Drehbuch. Ja, das ist wohl wahr. Aber das soll ja auch nicht spektakulär sein, sondern es soll einfach nur ein Drehbuch sein. Es soll unterhalten, könnte man sagen. So, was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Romanzen sind nicht gut, Horror. Ein Sci-Fi-Streifen ist doch eigentlich ganz gut im Moment. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen mehr Sci-Fi machen. Naja, dann trainieren wir mal noch ein bisschen Sci-Fi hier. Wir können alle kein Sci-Fi. Das haben wir bisher total vernachlässigt, ne? Hammermäßig. Also mächtig ranklotzen hier. So, und Horror. Kommt auch.
So, wie schaut es dann jetzt aus? Kein Stress mehr. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Brauchen wir dafür einen Statisten? Da brauchen wir, warten wir eben, bis wir fertig geprobt haben. So, oh, wir haben ein neues Paket in der Forschung gar nicht gesehen gehabt. So. Bing. PR abgeschlossen. Einmal noch PR. Und wo sind sie denn? Die Filmcrew. Zaubermacher, da sind unsere Genies. Zack. 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 Jawohl. So. Oh, es wäre nur einer nach links gewesen. Hm. Passiert. So, wie weit schaut das denn hier aus mit dem Film? Szene 5 von 9. Mhm. So, die Statisten sind soweit durch. Dann würde ich sagen... Ach nee, der Film PR't ja noch. Der ist ja noch in der PR. Also wieder ran an das Sci-Fi-Film. Und einmal... Oh, oh. Patschunka. So, ach ja, wir müssten hier nochmal die ganzen Wege fertig bauen. Da baut man schon neue Sets und vergisst dann wieder die Hälfte. So. Zack. So. So macht das, naja. Das eigentlich mehr Sinn. Ja, so macht das Sinn. So, Weg, Weg. Ah, sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber egal. Nicht schön, aber selten. Hm? So, und dann können wir, wenn dann der Film in der PR durch ist, easier, dann warten wir noch, bis die hier mit den Proben... Ach, das sind sie auch. Na, das hätte ja nicht besser getimt werden können. Alles durch mit Proben. Dann mit dem Film ab zum Casting. So, welchen Statisten haben wir? Guter Action. Ja, das passt. So, gute Genre-Eignung. Regisseur. Junk. Drehbuch. Unterwegs. So, die werden auch relativ zackig damit fertig sein. Die beiden können, glaube ich, auch Sci-Fi. Ja, die können Sci-Fi. Wir schreiben nochmal noch ein neues Sci-Fi-Drehbuch. So, und danach schreiben wir auch noch ein gutes anderes. Ach nee, wobei, die machen ja gleich hier noch so ein 3-Sterne-Komödien-Ding. Haben wir eigentlich Komödien-Statist? Ja, oh. Ah, läuft. So, aber ihr macht jetzt erstmal auch noch weiter Sci-Fi. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Die ganze Zeit trainieren. Trainieren, 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 trainieren. Da haben wir keine Zeit. Keine Müdigkeit vortäuschen. So, Film ist fertig zum Drehen. Na komm. Zack. Und ab dafür. Unterwegs ist er. So, dann schauen wir mal, was da gleich beim Drehbuch rauskommt. Ja, passt. Das Wetter für unsere Ansprüche vollkommen ausreichend. So, und dann... Wo haben wir es denn? Das Gute, das hervorragende Ding. Hier, da haben wir es. Heute hakeln die Anzeigen so ein bisschen. Ne? So, dann können wir Film auch ab in die PR. Und dann schauen wir mal, wie das ist. So, der ist... Stöpsel können gezogen werden. Weg damit. So, aber jetzt haben wir hier oben... Oh,
den Weg einmal verdammelt. So. Und bauen noch mal ein bisschen Deko hier. Und zwar eine Palme, noch eine Palme, da auch noch eine, da auch noch eine. Und wie jetzt in einem der früheren, das muss ich, da muss ich mich übrigens einmal bedanken, ein Kommentar wies mich darauf hin, dass nur Palmen nicht gut ist, sondern ein bisschen mehr Abwechslung in der Deko. Ich weiß jetzt zwar nicht genau hundertprozentig, ob das jetzt daran liegt, dass dann Palmen allgemein das nicht so schön ausschaut oder nicht so, ich weiß nicht, bunt durchmischt, oder ob es an anderen Faktoren liegt. Auf jeden Fall werden wir auch gleich noch oder demnächst auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Verzierung bauen, noch ein paar Beete und sowas, damit das auch noch ein bisschen schicker ausschaut und sowas, weil nur Palmen ist vielleicht auf Dauer doch ein bisschen langweilig, gebe ich ja auch offen und ehrlich zu. So, der Film ist dann auch durch und ja, wir sind schon wieder am Ende für heute und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.